Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein super schnelles und einfaches Rezept für eine cremige Gnocchi-Pfanne mit Lauch. Dafür als erstes zwei dünne Stangen Lauch waschen, längs halbieren und in feine Ringe schneiden. Außerdem zwei Knoblauchzehen abziehen und fein hacken oder einfach nur in dünne Scheiben schneiden. Wenn das erledigt ist, eine große Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen. Anschließend 1 Kilogramm Gnocchi aus dem Kühlregal in die Pfanne geben. Wer mag, kann jetzt zusätzlich noch für den Geschmack ein paar kleine Butterstückchen dazugeben und die Gnocchi dann bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden bzw. Schwenken für 5 bis 6 Minuten goldbraun und knusprig anbraten. Die fertigen Gnocchi danach aus der Pfanne nehmen, auf einen Teller geben und zur Seite stellen. Jetzt nochmal etwas Öl in die Pfanne geben. Außerdem Lauch und Knoblauch. Und für 2 bis 3 Minuten unter gelegentlichem Wenden glasig anschwitzen. Als nächstes 100 ml Weißwein dazu gießen. Alternativ könnt ihr hier auch Gemüsefond verwenden. Den Wein bzw. den Fond nahezu komplett verkochen lassen und danach sind wir im Prinzip auch schon fertig. Die Gnocchi zurück in die Pfanne geben, außerdem 200 ml Sahne dazu gießen, alles einmal gut umrühren und dann so lange bei mittlerer Hitze köcheln lassen, bis die Gnocchi-Pfanne eine cremige Konsistenz erreicht hat. Zum Schluss mit einer guten Prise Salz und Pfeffer würzen, alles ein letztes Mal gut umrühren und danach können wir die Gnocchi-Pfanne auch schon servieren. Dafür einfach auf tiefen Tellern verteilen und mit etwas fein gehackter Petersilie garnieren. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.